Heute fangen wir was Neues an. Wir haben schon vorher von Weihnachten ein paar Predigereien gemacht. Und jetzt heute dachte ich, wäre es gut, wenn wir was Neues anfangen, eine neue Predigerei. Aber heute fangen wir an mit dem Bibeltext, die Bibeltext von heute. Das ist die evangelische Kirchenkalender Bibeltext für heute. Und das ist der zweite Kapitel von Johannes. Und vielleicht kannst du vermuten, über was dieser Text steht. Das ist das Hochzeit in Kana. Und das ist normalerweise mein Lieblingstext für eine Hochzeit zu machen. Aber heute ist das der Text. Und das passt perfekt in meine ganz neue Predigtreihe. Wir fangen an so ein bisschen heute, aber in mehr strenge nächste Woche, in einer Predigtreihe über geistliche Disziplin und was das heißt. Aber heute wollte ich anfangen mit diesem Text. Da geht auch diese Zauberei. Kennst du einen Zaubertrick? Dann kannst du von einem Glas in Wasser nehmen und schüttest es in die andere Glas und dann ist es rot wie Wein. Hast du diese irgendwann gesehen? Nee? Das ist so ein Zaubertrick, kann man machen. Aber wir alle wissen, dass Zauberei keine echte Zauberei ist. Nee? Das ist nur wissenschaftliche. Das ist so, ich glaube, es ist Iodin da drin und ein anderer Chemikal drin in der andere und dann sieht es aus wie Wasser und dann sieht es aus wie Wein. Aber kein Zauberer wird das Wein danach trinken. Nee? Weil es ist alle Chemikal da drin. Aber Jesus hat was anderes gemacht. Er hat Wasser tatsächlich in Wein umgewandelt. Und das kommt von Johannes 2, wie ich vermutet habe. Und ich lese das hier vor heute, auch meine Brille. Johannes 2 am Vers 1. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa ein Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben kein Wein mehr. Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern, tut alles, was er sagt. Dort gab es auch 6 große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste bis 2 bis 3 Eimer. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, schöpft jetzt etwas hier raus und bringt es zu dem Festmeister. Sie brachte es ihm. Als der Festmeister einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft haben, wussten Bescheid. Da rief der Festmeister den Brautigam zu sich und sagte zu ihm, jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus. Und wenn die Gäste dann angetrunken sind, folgt der wenige gute Wein. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen, Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an ihn. Was für ein Zauberei brauchen wir, dass wir, wie wir die Jünger, an Jesus glauben? Brauchen wir auch so einen Zaubertrick? Das wird eine gute Trick sein. Ich kann es vielleicht umgekehrt machen, Wein zum Wasser machen, aber nicht der andere Weg rum. Aber Jesus könnte das Gutes machen. Aber was für ein Fehler. Das Wein ging ihnen aus. Da war kein Wein mehr für eine Hochzeit. Ein paar von uns würden sagen, vielleicht, ja, es ist gut, dann würden sie nicht betrunken, dann können sie was anderes trinken. Aber das war eine große Schande für eine Familie, wenn die Wein geht aus in so einer Feier in dieser Zeit. Ich mag Wein und ich liebe australische Wein, weil ich von Australien komme. Und einer von den Orten, wo die gute Wein kommt, ist, wo meine Familie wohnt in Australien. Das ist der Barossa Valley. Und so kommt so ein Wein von der Barossa Valley, Lindemans, ist ein guter Wein. Aber das ist das Beste hier in Deutschland, das ich finden kann. Da sind viel bessere Weinen von Australien, aber wo ich die finden hier in Deutschland,
habe ich keine Ahnung. Da sind auch schlimmere. Wenn du 2 Euro für einen Wein bezahlst, dann ist es nur wert 2 Euro. Ne? Wir wissen das alles. Jesus geht zu einer Hochzeit und ich habe schon gesprochen über seine Mutter und was sie zu ihm sagt. Er hat gesagt, Mom, Mutti, ich will das nicht machen. Was geht das uns an, dass die keinen Wein mehr haben? Warum soll ich so eine Wunde machen jetzt? Aber sie hat einfach gesagt, mach, was er sagt. Sie wusste, was er machen konnte. Wie hat sie das gewusst? Hat er das schon mal gemacht? Hat sie eine Ahnung? Wusste sie nur, dass er immer helfen wollte oder warum? Das ist eine andere Frage über Maria, aber das ist auch gute Fragen zu haben. Aber er hat gesagt, ja, okay, füll diese Krüge voll mit Wasser und dann machen wir was damit. Jesus geht zu einer Hochzeit und die Leute, die sind schon getrunken, er versorgt sie mit mehr Alkohol, mehr Wein. Würden wir das machen als Christen? Wenn jemand schon betrunken ist, würden wir mehr Wein schenken? Aber unser Herr hat das gemacht. Unser Gott hat das gemacht an einem Weihnachtsfest, Hochzeitsfest. Und es war nicht nur irgendein Wein. Da sind andere Texte, die sagen, das war das beste Wein. Und wie wusste Jesus, wie ein bester Wein schmeckt? Dass er das machen konnte. Er muss das zuerst wissen. Ich glaube, es war irgendwas von der Barossa Valley hat er gemacht, aber wie können wir sagen? Es könnte von Burgundy sein oder es könnte nur ein himmlischer Wein sein und er hat das selber ausgedacht. Und vielleicht bekommen wir das später. Ich liebe als Seitentext das Text, wo Jesus sagt, ich trinke nicht mehr das Wein, bis wir zusammen trinken im Himmel, in den Himmelreich. Und dann hoffe ich, dass wir sitzen am Tisch mit Jesus und ein Glas Wein zusammen trinken. Das war nicht nur irgendein Wein, das war die beste Wein. In Vers 5 sagt Maria zu den Dienern, tut alles, was er euch sagt. Was für ein Text. Das ist das beste Lösung in der ganzen Bibel, glaube ich. Die beste Text in der ganzen Bibel. Wenn wir diesem Text folgen werden, dann werden wir die besten Christen in der Welt. Tut alles, was er euch sagt. Das ist so einfach, aber auch so schwer zu machen. Das ist mein Lebensmotto geworden. Ich habe mich in den letzten 22 Jahren bemüht, diese Jahrhundert auf das zu hören, was mein Gott zu mir sagt. In den ersten 30 Jahren meines Lebens habe ich Dinge auf meine Art gemacht. Ich war immer noch gläubig. Ich wusste immer noch, dass Jesus mein Retter ist. Aber ich dachte, dass er nur an meinem Verhalten und meiner Ewigkeit interessiert war und nicht an meiner Gegenwart. Was passiert nach meinem Tod? Das war wichtig. Aber was passiert jetzt? Wir warten, bis wir tot sind und dann sehen wir, was wir kriegen im Himmel. Das habe ich gedacht für meine ersten 30 Jahre. Als ich 15 Jahre alt war, das ist in Australien die Regel, du musst zur Schule gehen, bis du 15 Jahre alt war. An meinem 15. Geburtstag habe ich Schule gekündigt und habe angefangen, in meiner ersten Stelle in einer Fabrik an Fließband zu arbeiten. Das war keine große Stelle, das war keine großzügige Arbeit, aber ich wollte einfach weg von Schule. Ich hatte andere Probleme in Schule, ich war in Schule gemobbt und hatte Probleme damit und habe Schule gehasst, wollte nichts mit Schule zu tun haben. Und mein Bruder war mein Vorbild. Er war 9 Jahre älter als ich und er war ein Lagerchef in einer Lager. Und ich dachte, wenn ich so eine Stelle habe wie mein Bruder, dann wird alles gut sein. Und er hat auch die Schule zu Ende gemacht und ich könnte das auch machen. Ich habe an dieser Fließband gearbeitet, aber meine Hoffnung war, so ein Lagerleiter zu werden, so wie ein großer Bruder. Unser Vater hat uns beigebracht, hart zu arbeiten und mehr zu tun, als unser Chef erwartete. Ich hatte immer die australischen Männer, die mich umherum gearbeitet haben, haben immer zu mir gesagt, arbeit ein bisschen mehr langsam, dann sehen wir nicht so schlimm aus. Aber wenn du so fleißig arbeitest, dann kriegen wir alle Ärger mit unserem Chef.
Ich könnte das nicht machen. Mein Vater hat mich immer beigebracht, dass wir sollen arbeiten für unsere irdische Chef, als er Jesus war. Wir könnten nichts anderes machen. Und Jesus sieht alles. Er sieht, wenn ich eine Pause nehme, obwohl ich keine Pause eigentlich hier habe. Er sieht, wenn ich nur langsam gehe und nur mache, was ich machen soll und nicht das nächste Schritt gehe. Dann habe ich in 6 Monaten, war ich der Assistent zu den Lagermeister in unserer Lager in dieser Fabrik. Ich war 15,5 Jahre alt und habe fast meine Ziele erreicht. Und ich kann mich erinnern, ich habe gedacht, ich kann meinen Traumjob nicht erreichen, bevor ich 16 Jahre alt bin. Ich muss jetzt noch 50 Jahre arbeiten. Was mache ich dann für die nächsten 50 Jahre? Also ging ich zurück, um die Hochschule, High School zu beenden, meine Abi zu machen in die Schule. Nachdem ich zunächst eine Lehre gemacht habe als Schreiner, wir kennen das alles, ich habe das schon erzählt, habe ich hart gearbeitet und versucht, den Karriereleiter zu erklimmen. Mein Traumjob dann, mein neuer Traumjob jetzt, war Außendienstmitarbeiter für eine Firma, die in dem ganzen Land unterwegs war, um die Firmen Dinge zu verkaufen. Ein Job mit einem Firmenwagen, ohne dass mir jemand über die Schulter schauen musste, dass ich meine fleißige Arbeit selber machen könnte und mich selber über diese Firmenleiter hochgehen könnte. Ich habe im Einzelhandel gearbeitet und nachts für ein Diplom in Marketing studiert. Aber jede Stelle, auf die ich mich beworben habe, habe ich nicht bekommen. Ich kam immer zu den letzten 2 Männern oder Leute und dann war seine, mussten sie unterscheiden oder, über mich und den anderen und haben immer den anderen genommen. Für Jahre habe ich das versucht. Ich habe gute Noten gekriegt in meine Diploma und alles, aber das hilft nichts. Das hat nichts geholfen. Jesus hat immer gesagt, nein, das will ich nicht. Und ich habe weiter gearbeitet in diesem Einzelhandel. Und ich arbeitete am Wochenende und hatte mich von der Kirche entfernt. Am Wochenende in Australien muss man arbeiten in so einem Einzelhandel, am Sonntag auch. Alles ist offen am Sonntag. Dann kannst du Möbel kaufen, eine Waschmaschine kaufen. Wenn du sowas kaufen willst, kannst du auch am Sonntag gehen. Die Frage war, beide Menschen sind zu Hause am Wochenende, dann haben sie mehr Zeit, was zu einkaufen, dann dürfen die Einzelhandel aufhaben. Dann waren wir am Arbeiten. Dann musste ich jeden Sonntag arbeiten. Wir waren offen am 10 Uhr morgen und das ist Anfang von Gottesdienst. Auch genauso wie hier in Deutschland, 10 Uhr Gottesdienst. Ich finde das auch immer komisch, dass wir haben genauso dieselbe Gemeindeprogramm hier in Deutschland, als wir in Australien, in Südaustralien, in Adelaide haben. Ja, wir haben Lieder, wir haben Gebet, wir haben Ankündigungen. Wir haben einen Bibeltext, ein Predigt und dann vorbei. Das ist, läuft fast genauso in Australien, überall. In der Schweiz habe ich auch gearbeitet und auch in Deutschland. Das ist ein bisschen komisch. Und wir alle fangen an so um 10 Uhr. Das ist, warum? Das steht nirgendwo in der Bibel, aber das ist einfach so. Das machen wir jeden Sonntag. Das ist ein Seitenspruch. Aber ich musste arbeiten um 10 Uhr, dann konnte ich nicht zum Gottesdienst gehen. Und ich. Eigentlich, ehrlich gesagt, ich hatte es auch nicht vermisst. Ich war am Arbeit, ich habe Geld verdient und das war gut so. Ich war auch, habe mich hoch gearbeitet. Ich war der zweite Mann zu der Chef, der 2IC, zweite in Charge. Und dann hatte ich eine gute Stelle. Und die nächste Stelle war, ich würde mein eigenes Geschäft zu haben in dieser Firma. Sonntags morgens ging ich nicht zur Kirche. Aber dann kam ein Moment in meinem Leben, ich habe schon darüber gesprochen, ich musste nicht da tief reingehen, wo Gott mich aufgeweckt. Der Heilige Geist hat deutlich zu mir gesagt, dass ich wieder in die Kirche gehen muss. Er hat nicht zu mir gesagt, du musst deine Bibel mehr lesen. Er hat nicht zu mir gesagt, du musst mehr beten, du musst eine stille Zeit früh morgens haben. Er hat nicht zu mir gesagt, irgend sowas, aber er hat zu mir gesagt, du musst wieder in die Kirche gehen. Du hast vergessen, was es meint, einer Christ zu sein. Und du musst das nur lernen. Du kannst das nur lernen in einer Gemeinde von anderen Christen. Das hat er klar und deutlich zu mir gesagt. Und am Sonntagmorgens habe ich einen Plan gemacht mit meinem Chef. Ich habe gesagt, das geht nicht so viel an 10 Uhr morgens. Es geht alles so auf von
halb eins und später, dann sind alle die Leute da, die sind alle zu Hause und essen mittags zuerst, dann kommen sie in die Geschäfte. Dann darf ich bitte Sonntagmorgen früh abhaben und dann gehe ich danach, komme ich hier rein und arbeite für dir. Und er hat gesagt, ja gut, dann statt ich, dass ich dich mehr bezahlen muss, dann können wir diesen Plan ausmachen und ein bisschen später kann man am Sonntagmorgen. Und ich hatte auch viele Witze über mir gemacht, die haben viele Witze über mir gemacht, als ich später kam. Ah, hier kommt der Nachtdienst und sowas, haben sie alle zu mir gesagt, als ich ankam. Aber jeden Morgen kam ich zur Gemeinde und ich war angezogen in meiner Uniform. Es hat der Name von der Firma hier aufgehört. Ich hatte eine Krawatte und ich musste mich anziehen für meine Arbeit. Und dann ging ich direkt nach Gottesdienst zu meiner Arbeit, habe gearbeitet am Sonntag. In dieser Zeit schlug mein Mentor, der Pastor von dieser Gemeinde, vor, dass ich eine Pastorin werden sollte. Ich, ein Pastor. Er dachte, ich sollte ein Pastor sein. Ja, als, wenn ich Mentor sage, das ist mehr als Mentor. Dieser Mann, ich habe aufgewachsen in seiner Gemeinde von 2 Jahre alt, bis ich 22 Jahre alt war und ging nicht mehr in Gottesdienst. Dieser Mann wusste mich und kannte mich und meine Familie von klein an. Das war mein Gemeindepastor. Er wusste mich so tief in meiner Tiefsten. Und er hat zu mir gesagt, Markus, ich denke, dass Gott hat dich berufen, ein Pastor zu sein. Und ich habe gesagt, niemals, niemals will ich das machen. Mein Bruder war bereits ein Pastor und ich habe gesehen, wie die Gemeinden einen Pastor behandeln können. Und das hat nicht für ihn gut gegangen. Und er hatte Burnout nach 10 Jahren in seiner Gemeinde. Und die hatten ihn nicht gut behandelt. Und ich habe das als Bruder und Freund gesehen, näher an, wie das geht. Und ich dachte, warum wollte ich mich das antun und sowas machen? Nein, das glaube ich nicht. Und ich bin nicht wie mein Mentor Malcolm und ich bin nicht wie mein Bruder Thomas. Ich bin ganz anderes, ich kann kein Pastor sein. Warum sollte ich sowas tun? Und was für eine Gemeinde würde mich als Pastor annehmen? Ich dachte, keine Gemeinde wird mich annehmen. Und dann dachte ich, ja gut, dann ich mache Malcolm zufrieden, ich gehe zur Bibelschule, zur Theologie-Hochschule und studiere. Und ich habe Zeit neben meiner Arbeit das gemacht, für Teilzeit gemacht für die ersten 2 Jahre. Das war die frühe 2000er Jahre, das war so 2001, habe ich angefangen, Teilzeit zu studieren. Und ich dachte dann, vielleicht kriege ich einen Bachelor und dann kann ich was anderes machen. Ich muss nicht unbedingt ein Pastor sein mit einer Theologie-Bachelor. Ich kann was anderes machen. Vielleicht werde ich eine andere Studium machen und dann werde ich eine Lehre sein oder sowas. Ich dachte niemals, dass eine Gemeinde mich annehmen würde als Pastor. Aber, und ich hatte in den letzten 30 Jahren damit verbracht, das zu tun, was ich richtig halte. Und ich kam nicht weiter. Ich habe versucht, eine Außendienstarbeitsstelle zu haben. Es kam nicht an. Egal, was ich machte, ich habe alles richtig gemacht. In 30 Jahren kam ich nicht weiter. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann lasse ich alles in die Hände für Gott. Und ich mache, was er zu mir sagt. Das ist eine ganz langere Geschichte dahinter, aber ich will das kurz machen für heute Morgen. Also tat ich, was der Heilige Geist mir sagte. Ich kündigte meinen Job und ging auf Theologie-Hochschule. Und jetzt bin ich hier. Das ist auch ganz knapp gemacht. In den letzten 15 Jahren war ich Pastor, ich habe das nachgerechnet, in 6 Gemeinden in 3 Ländern in 15 Jahren. Die ersten paar Jahre musste ich studieren, aber dann war ich Pastor. Und da war ein paar dabei, das war nur Teilzeitarbeit als Pastor, als ich auch geholfen bin, ein Pastor am Urlaub war und sowas. 6 Gemeinden in 3 Ländern war ich Pastor. Ich habe mir keine von meinen Jobs in diesem Jahrhundert ausgesucht. Ich kann auch die Geschichte dahinter auch erzählen, aber das ist auch eine längere Geschichte. Aber ich habe niemals gedacht, ich will in dieser Gemeinde arbeiten und habe mich davor geworben. Jede Stelle kam zu mir von der Heilige Geist, von einem Anruf, von einem E-Mail, von irgendwas. Sie haben mir angesprochen, haben gesagt, wir denken, der Heilige Geist sagt zu uns. Und ich habe mich besprochen, dass wenn hier eine Gemeinde zu mir kommt und sagt, wir wollen was von dir wissen,
Kannst du das überlegen? Ich sage immer ja, ich überlege mal, weil es könnte von der Heilige Geist kommen. Und da war viel Zeiten, wo ich habe gesagt, nein, ich fühle nicht, ob der Heilige Geist zu mir, mich zu dir berufen hat. Und dann habe ich nein gesagt. Aber da in alle von meinen Stellen habe ich mich nicht beworben dafür. Die haben zu mir gekommen und hat in meine Hände gefallen. In meine Schoß gefallen, in meine Lap. Ich sage, fill in my lap auf Englisch. Ist das auch auf Deutsch? In meinen Schoß gefallen? So, ja. Er hat mich an allen diesen Orten angestellt. Er hat mich angewiesen, alle diese Positionen zu übernehmen. Und er hat mich hierher geschickt. Ich messe meinen Erfolg nicht an wie viel Geld ich verdiene. Ich kann dir ein Geheimnis sagen, wenn ich in dieser Einzelhandel gearbeitet habe, habe ich viel mehr Geld verdient, als ich jetzt verdiene als Pastor. Ich mache diese Arbeit nicht für Geld. Ich mache diese Arbeit nicht für prestigeträchtig, prestigeträchtig eine Position ist. Ich mache das auch nicht. Ich war in Gemeinden, wo die Gesellschaft da um, diese Gemeinde umherum war in eine ganz niedrige Stelle in die Gesellschaft. Ich habe da auch gearbeitet. Ich habe auch nicht gearbeitet, Menschen glücklich zu machen. Ich habe schon manchmal gesagt, wenn ich Menschen glücklich machen will, dann soll ich Eis verkaufen, nicht ein Pastor sein. Weil manchmal muss ein Pastor sagen, wir machen alles falsch, wir müssen was Neues machen. Und dann kribbelt das an die Leute und die lieben das nicht so viel. Und nicht jeder liebt es, wenn was sich umwandelt. Und dann kann Probleme entstehen. Ich kann nicht alle glücklich machen. Ich verkaufe kein Eis hier. Ich mache nur, was der Heilige Geist sagt zu mir. Mein einziger Maßstab für Erfolg ist, habe ich getan, was der Heilige Geist mir sagte. Und ich kann bis jetzt sagen, in jeder Stelle, dass ich ankam, habe ich zuerst gefragt von der Heilige Geist, was willst du hier von mir? Was soll ich hier machen? Und weißt du, er arbeitet nicht so in einer 10-Jahre-Plan. Er gibt mir nicht 10 Jahre vorher. Und mein großes Vorbild als Leiter von einer Gemeinde ist Moses. Er ging zu Pharao und Gott hat ihm eine Botschaft gegeben. Aber das war nur der erste. Und dann sagte er, jetzt geh zu Pharao und sage das. Und jetzt geh zu Pharao und sage das. Er hat Moses nicht die ganze Geschichte über 10 Jahre gezeigt. Ich glaube, Moses würde dann gesagt, du bist blöd, ich mache das überhaupt nicht. Ich kann sehen, was diese Leute machen werden in den nächsten 10 Jahren, wenn ich sowas sage. Aber er hat nur eine Botschaft nach der anderen gegeben zu Moses. Und das macht er auch mit mir. Markus, mach das und ich mache es. Markus, ich mache jetzt das und ich mache das. Markus, mach jetzt das und ich mache das. Ich habe nur getan, was der Heilige Geist zu mir sagte. Na und? Wir haben jetzt mehr von dem Pastor gelernt, aber wie passt das zusammen? Wenn wir Jesus zu unserer Hochzeit einladen, dann sorgt er für uns. Und ich, nicht nur das, er sorgt nicht nur für uns, er gibt uns das beste Wein, nicht nur das Wasser. Nicht nur irgendeiner Wein, nicht nur ein gut genuger Wein, gibt es das Beste. Das ist immer mein Predigttext für eine Hochzeit. Aber eine Hochzeit ist nur ein Zeitpunkt. Eine Ehe ist für Ewigkeit, für unser ganzes Leben lang, soll ich sagen, nicht eine Ewigkeit. Aber ein ganzes Leben lang ist unsere Ehe. Wir laden Jesus nicht nur in unsere Hochzeit, wir laden Jesus ihn zu unserer Ehe auch. Stell dir vor, wenn er sowas Gutes zu einer Hochzeit schenkt, was er Gutes machen für ein ganzes Leben, eine ganze Ehe, wenn du ihn einlädst. Und nicht nur für eine Hochzeit. Stell dir vor, was passiert, wenn du die Tür öffnest. Wir haben darüber gesprochen letzte Woche. Er klopft an der Tür. Und manchmal machen wir nicht auf. Aber wenn wir diese Tür öffnen und ihn für unser ganzes Leben einlädst,
Was passiert dann? Manche Menschen denken, dass es im Christentum nur um Bekehrung geht. Und das ist nicht, was Christentum ist. Wenn wir ein Zeugnis hören von Menschen, dann hören wir, wie sie sich bekehrt haben. Aber eigentlich jetzt, wenn du ein Christ für die letzte, wie ich, letzte 52 Jahre war, was ist mein Zeugnis? Mein Zeugnis ist, ganzen Tag, mein Heiliger Geist führt mich, was ich mache. Es war nicht nur, wenn ich 16 war, habe ich eine Entscheidung gemacht und dann war ich getauft und jetzt bin ich Christ. Das war ein Teil von meinem Zeugnis. Aber mein Zeugnis geht ein ganzes Leben lang. Was macht der Heilige Geist mit mir jetzt? Wie führe ich meine jeden ganzen Tag jetzt? Nicht nur, was hat passiert 35 Jahre her. Manche denken, ich habe meine Fahrkarte zum Himmel, ich habe meine Fahrkarte gekauft, ich bin drin. Und das ist alles. Und dann ganzen Leben lang ist Wurscht. Jetzt mache ich mit meinem wirklichen Leben weiter. Ich habe schon oft gehört nach der Kirche, wenn du da stehst, davor am Tür und Hände schüttelst, wir dürfen das nicht machen wegen Corona jetzt, aber wenn du Hände schüttelst und dann sagen manchmal Leute zu dir, ah, jetzt gehe ich mein wirkliches Leben. Ich lasse das christliche Leben hinter mir, ich habe meinen Dienst gemacht, ich kann einen Haken da in diese Kiste stecken, ich war am Gottesdienst Sonntagmorgen, jetzt geht nicht mein wirkliches Leben. Wenn Jesus in unser Leben, wenn wir ihn einladen, wir nicht nur in der Bekehrung, sondern unser ganzes Leben lang, er versorgt uns mit dem Besten, was wir haben. Ich kann ehrlich sagen, ich habe das Beste in meinem Leben jetzt. Ich habe nicht so viel Geld als vorher, das ist egal. Jetzt habe ich das beste Leben, ich hatte in meinem ganzen Leben. Weil jeden Tag höre ich zu meinem Chef und mache, was er zu mir sagt. Und er ist der schlimmste Chef, weil ich kann nichts von ihm verstecken. Ich kann nichts von ihm verheimlichen. Er sieht alles, dann muss ich immer für ihn arbeiten. Und jedes Mal, wenn ich Sorgen mache über mein Leben, was kommt jetzt? Und wir überlegen jetzt ein Haus zu kaufen und wo können wir ein Haus oder eine Wohnung kaufen, wie können wir das machen, sage ich immer in meinem Herzen, aber Jesus hat das schon für uns ausgesucht. Das kommt schon. Und wenn es das Richtige ist, dann werden wir das wissen. Wir mussten nicht ganz viel überlegen, das kommt zu uns. Er wird uns zeigen. Jedes Mal, ich gehe auch noch eine kleine Zeitenreise hier an die Seite, aber als ich ein Haus gesucht hat hier in Halle, habe ich für die ersten drei Häuser, das sind Wohnungen, nicht angeschaut habe, war überhaupt nichts davon. Ich ging da rein und habe mich überhaupt nicht zu Hause gefühlt. Ich habe gedacht, ich kann hier nicht wohnen. Und wenn das alles, was wir haben, dann wird es schlimm sein, eine Wohnung zu finden hier in Halle. Aber die letzte Wohnung, die ich angesehen habe, ich habe da durch den Haustür gelaufen und hat sofort zu Hause gefühlt. Und ich musste schnell Ersten anrufen und sagen, sie war in Mannheim, ich war hier in Halle allein. Ich habe gesagt, ich habe das richtige Haus gefunden. Es hat alles, was wir danach gefragt haben, aber es fühlt sich wie zu Hause. Und sie hat gesagt, ich vertraue dir, schreib dann einen Antrag daran. Dann habe ich das so gemacht. Wir wissen schon, wenn was richtig fühlt und wenn was nicht richtig fühlt. Das kommt von der Heilige Geist zu uns. Das bedeutet nicht, dass unser Leben leicht sein wird. Das bedeutet nicht, dass unser Leben niemals schmerzhaft sein wird. Das bedeutet nicht, dass wir nicht trauern werden. Aber das bedeutet, dass er bei jedem Schritt auf dem Weg bei uns ist und uns führt, wenn wir ihn lassen. Ich würde von Gott dazu berufen, als Pastor zu dienen und die Gemeinde zu einem Leben zu führen, das vom Heiligen Geist geleitet wird. Aber wir sind alle berufen. Wir sind alle Diener von Gott. Nicht jeder von uns ist berufen, ein Pastor zu sein, aber wir sind alle berufen. Manche sind berufen, Gott als Lehrer, Verkäufer oder Bauarbeiter zu dienen. Oder was anderes.
Es ist egal, eigentlich egal, was du tust, solange du es für den Herrn tust. Denn wenn du ihn in dein Leben einlädst, nicht nur in deine Bekehrung, wird dir das ewige Leben geben, das du jetzt verdienst. Wir haben ein ewiges Leben, aber er gibt uns alles, was wir brauchen und besser, wenn wir ihn in unser ganzes Leben einlädt. Um Maria, seine Mutter, zu zitieren, tu einfach, was er dich sagt. Tu einfach, was er euch sagt, was er dir sagt als einzelner Mensch. Tu einfach, was er dir sagt. Und dann, ich glaube, dann hast du jetzt viele Fragen in deinem Kopf. Dann, wie wissen wir, dass es von der Heilige Geist kommt und alles das? Und jetzt haben wir so eine, to be continued, wie heißt das auf Deutsch? Fortsetzung folgt. In die nächsten paar Wochen reden wir über geistliche Disziplin und wie das läuft und wie wir den Heiligen Geist hören kann. Aber ich gebe dir eine kleine Vorspiel, dass dir, wenn du nicht hier dabei bist, nächste 6 Wochen. Wir hören ihm zu und dann fragen wir diese Stimme in unserem Kopf, klingt das nur als, was wir wollen oder ist das völlig was anderes? Zum Beispiel, Markus, ich will, dass du ein Pastor sein wirst. Das war nicht von mir. Ich wollte das überhaupt nicht. Dann musste ich mich überlegen, okay. Und das kam von jemand anderes, das kam von meinem Mentor. Er hat das zu mir gesagt und er ist ein geistlicher, christlicher Mensch und ich wollte zu ihm zuhören. Und dann habe ich darüber gebetet, mit meiner Frau gesprochen und sie hat gesagt, ja, ich glaube, das ist auch richtig, du musst das auch machen. Dann habe ich andere Leute gefragt, dann habe ich darüber gebetet, meine Bibel gelesen und nichts hat mir davon abgehalten. Wir müssen jedes Wort, das wir hören, testen. Und alle diese geistlichen Disziplinen helfen uns dabei. Aber wenn wir die getestet haben, müssen wir das einfach machen, auch wenn es schwer ist. Tu einfach, was er dir sagt. Lass uns beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns Jesus geschickt hast. Dass er hat uns gezeigt, was es meint, dich zu folgen. Jesus, wir danken dir, dass du deiner Vater gefolgt hast. Dass du hast gemacht alles, was er von dich gefragt hat. Auch wenn du das nicht machen wolltest, in den Garten hast du auch gebetet, nimm diese Tasse weg von mir. Aber du hast es trotzdem gemacht. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du zu uns heute auch sprichst. Und können wir auch zu dir hören. Und heutzutage, in 2022, können wir immer noch deine Stimme hören in unserem Leben. Und können wir weitermachen, was du zu uns sagst. Hilf uns, deine Stimme zu hören und deine Stimme zu beherrschen. Wir danken dir in den Namen von dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Immer noch Wasser.